Hallo! Heute gibt es wieder ein Unboxing. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen Entschuldigung. Heute gibt es ein schönes Unboxing von Mixerama. Mein Paket ist heute gekommen und ich möchte es einmal mit euch öffnen. Ich habe es schon aufgeschnitten, damit es jetzt ein bisschen einfacher ist. Und dann wollen wir mal gucken, was da Schönes drin ist. Hier haben wir die Rechnung. Können wir gleich mal schauen. Jo, leckere Sachen für die Tierchen sind da drin. Ja. Oh, da haben wir schon was Schönes. Ich habe einmal einen Eiweißmix. Den habe ich selbst zusammengestellt. Da sind ein paar Süßwasserfische drin. Und Schrimps, glaube ich. Ich wollte mal ausprobieren, wie ein Tierchen das schmeckt. Wenn das gut ankommt, dann bestelle ich nochmal eine größere Packung. Und für diesen Mix, das sind, glaube ich, ungefähr 20 Gramm. Bin ich mir gar nicht so sicher gerade. habe ich 1,78 Euro bezahlt. Ah ja, stimmt. Und meine Schrecken habe ich auch noch mit reingetan, so ein paar. So, dann habe ich für meinen Yoshi natürlich Flachs bestellt. Das geht natürlich nie ohne. Für den Flachs, das sind 20 Gramm, habe ich 1,99 Euro bezahlt. Da wird sich der Yoshi auf jeden Fall freuen. Jo, dann habe ich hier noch einen Gemüsemix für Muffin und Twix. Da habe ich ganz viele getrocknetes Gemüse gemischt. Da sind Gurken drin, Zucchini, Paprika. Und für diesen Gemüsemix habe ich 2,03 Euro bezahlt. Ich wollte damit mal vielleicht was backen. Einfach mal schauen, wie die Tierchen das finden. Dann, oh, es riecht aber lecker. Ein Blütenmix für den Yoshi. Oh, das sieht richtig gut aus. Da habe ich ganz viele verschiedene Blüten reingetan. Sonnenblumenblüten, Kornblumen, Gänseblümchen. Das ist richtig viel. Da wird der Yoshi bestimmt Spaß dran haben. Das habe ich auch überlegt, ob ich damit vielleicht irgendwie mal Leckerchen mache. Beziehungsweise backe. Einfach mal ausprobieren, wie der Yoshi das findet. Und süß, dass wir den Yoshi geschrieben haben. Mit so habe ich es eigentlich nicht angegeben, aber so kann man den Yoshi natürlich aufschreiben, sehr gut. Für diesen Blütenmix habe ich 1,98 Euro bezahlt. So, und dann hat der Yoshi natürlich noch was bekommen, nämlich sein Hamsterfutter. Das ist dieses hier, den süßen kleinen Hamster vorne drauf. Oh, das riecht auch immer richtig gut, das ist das Clamatis Campbell Mix. Das ist richtig gut, also meinem schmeckt das richtig gut. Ist auch sehr gut geeignet für Hybriden. Das kann ich euch nur jedem wärmstens empfehlen. Das wird vom Yoshi auch weggefressen wie, wie ein Staubsauger, sage ich immer gerne. Und ja, das war's schon wieder. Ach ja, für diesen Mix habe ich für 500 Gramm 5,49 Euro bezahlt. Das war da Leckeres drin. Vielen Dank an Mixerama. Kann mich nur empfehlen, dazu zu bestellen. Die Sachen sind immer super verpackt und riechen richtig gut, sehen hochwertig aus und meine Tiere lieben die Sachen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!